hör auf damit, das ist ekelhaft. Okay, gut, dann... Ich wollte mir doch nur einen Pilz einfangen, dummer alter Mann. So, auf jeden Fall. So, letzte Mundart habe ich gerade erzählt. Ja, das, wer meinen Kanal ein bisschen inspiziert, findet möglicherweise ein, wie heißt das Video? Sondersendung aus den Donauauen heißt das Video, glaube ich. Wo ich The Forest gespielt habe und Galoppelheinz, oder was? Was, Galoppelheinz oder Muschiklaus? Ich weiß nicht, getötet habe in The Forest. Ich glaube, zwei Stück hätten es sein sollen, war aber dann am Schluss doch nur noch einer. Weil ganz einfach im Savegame der zweite nicht mitgespeichert wurde, aber ist auch egal. Das hätte tatsächlich von Anfang an ein Let's Mundart werden sollen. Habe ich mich dann aber auch nicht getraut, weil mir das irgendwie, nicht peinlich, aber ein bisschen unangenehm, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht wohl, mit meiner Zielgruppe in meiner Mundart zu reden. Oh. Abysmal. Nicht ein einziges Stück mit der kompletten Kollektion. Springen! Was ist das? Du hast was gefunden? Lass es mich sehen! Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Ich würde es gerne in allen Details studieren, aber es ist deins. Ich hätte einen Gefallen, um den ich dich bitten möchte. Würdest du es in Betracht ziehen, jegliche neuen Artefakte und Mineralien, die du findest, mir zu geben, also dem Museum zu spenden, meine ich natürlich? Wir könnten eine bahnbrechende Entdeckung miteinander machen. Und wer weiß, wenn du immer und immer wieder mir Geschenke, dem Museum etwas spendest, könnte es möglicherweise möglich sein, dass ich dir auch ein bisschen Schrott, ein paar wunderbare Geschenke als Gegenleistung gebe. Denk darüber nach, ja? Wenn du dich dafür entscheidest, mir diese wertvollen Artefakte dem Museum zu spenden, bring sie einfach vorne ans Pult, ja? Ja, ich geh dann mal wieder. Tschüss. Bin zu blöde hier mit dir. Komischer blauer Cowboy mit weißen Handschuhen. So, gut, dann geben wir es ihm trotzdem. Hallo, Donaten. Eine Püppe, die setzen wir da hinten hin zum Kamin, weil die da hinten toll aussieht und ich bin fertig. So, Journal upgedatet, Archäologie, 250 Gold, Dankeschön. So, erstmal hier mit der Axt schön gegenschlagen. Gut. So, es ist 12 Uhr mittags, wir haben halb volle Energie, wir könnten in die Mine gehen, theoretisch. Theoretisch könnten wir in die Mine gehen. Ich hoffe, ich kann diese Stimme halten bei dem Guten. Hi. Ja, hi. Tschüss. Ah, wir haben Blümchen dabei. Wir könnten Lea besuchen. Warte mal. Braucht Lea überhaupt Geschenke diese Woche? Ja, ich kann Lea wieder was schenken. Da, 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 da. Diese Vögel, die hier auch überall rumsitzen, das finde ich toll. Warte, ich lasse die mal wegfliegen, weil dieses Geräusch ist auch unspektakulär anzuhören. So, Jas. Hallo, ich fürchte mich vor Jas, ganz ehrlich, weil die Stimme, so eine hohe, piepsige Stimme, die kriege ich ja gar nicht hin.
Eins, zwei, drei, vier. Oh nein! Ich hab schon wieder verpatzt. Ja, gut, dann lern mal zählen, weil 1, 2, 3, 4 war auf keinen Fall richtig. Oder so. So, wo ist denn meine Lea? Wo ist das Objekt meiner Begierde? Begierde natürlich, ich meine, die Frau meines Lebens. Hört sich auch nicht unbedingt uncreepiger an. Ganz ehrlich, wir sind, den achten Tag sind wir heute hier. Wo ist die Frau meines Lebens? Haley macht Fotos für Instagram. Haley ist zu beschäftigt mit ihrer Kamera, um dich überhaupt auch nur wahrzunehmen. Ja, sag ich doch, die macht Fotos für Instagram. But first, let me take a selfie, ja? Gut, Lea. Ich kann immer noch nicht rein, weil die Lea sehr zurückgezogen lebt und das macht sie irgendwie zu sympathisch. Die hat bestimmt auch den einen oder anderen Tick, aber naja. Wer hat den nicht? Wer hat den nicht? So. Dann täte ich sagen, wir legen diese Blümchen und dieses wunderschöne Fiber, was wir da haben, legen wir einfach mal ab. Hast du schon... Zwei Crows hast du schon abgeschlagen. Natürlich. Verscheucht. Ah, das war die Kiste. Okay, ich dachte mir gerade. Hä? Gut. Das da rein, dann die Blümchen sind hier drüben drin, ne? Ja. Dann nehme ich, ja, das nehme ich nicht mit, das nehme ich mit. Oh ja, das kann ich auch mitnehmen, das kann ich verkaufen. Ganz kleinen Augenblick, da rein. Jawohl, dankeschön. So, das esse ich mal. Nein! Verdammt! Mist, das hätten wir noch gebraucht. Egal. Komm, jetzt ist zu spät. Nachholen bringt auch nichts. Gut, dann lasse ich, würde ich sagen, ich lasse die Hau da. Das könnte ich brauchen. Und wir gehen erstmal in die Mine. Labdida. Wir haben gegessen. Wir haben Schwert bei. Wir haben ein bisschen Platz im Inventar gemacht. Wir haben ja nicht allzu viel, aber auch egal. Gehen wir einfach mal Level 5. Sollten wir schaffen, es ist 3.30 Uhr. Bis wir dort sind, ist es wahrscheinlich ja, 4.30 Uhr. Ja, Level 5 sollten wir unter Umständen sogar schaffen. Wenn wir gut sind. Energie haben wir fast voll, das ist gut. Das ist ausnehmend gut. Da haben wir noch einen Leak, den können wir auch noch verputzen. Dann haben wir volle Energie. Oder wir sparen ihn uns auf, falls wir verletzt sind. Beim letzten Mal sind wir nur noch um ein Haar entkommen, könnte man sagen. So, dann täte ich sagen, haben wir nicht schon Level 5? Oh, mir war so. Auch egal. So, hallo liebe Mine. Ich nehme mal ein Schwert in die Hand. Ah, wir müssen buddeln. Yay. Gut, dass wir einen Lauch bei haben. Der gibt nämlich gut Energie, zumindest jetzt momentan gerade noch. Wir sind ja noch ein Kackbuden, was die Mine angeht. So, hallo und dankeschön. Guten Tag. So, hier Kupfer nehmen wir erstmal mit. Schön die Maus gedrückt halten, dann hört man auch kein Klicken im Hintergrund. Ach ja, was ich mir schon Gedanken gemacht habe über Videoqualität und so. Aber ich kann die Qualität, die ich haben will, kann ich... Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kann die auch überhaupt nicht liefern. Ich kann auch überhaupt noch nicht, meines Erachtens nach, mit Photoshop umgehen. Naja, sind halt so kleine Kleinigkeiten. Da könnte man Kurse belegen, aber die kosten natürlich... Die Kosten. Bleib mir fern, blöde Steineinsiedler-Krebskrabbe. Ja, die hält natürlich auch einiges aus. So. Ah, die hatte auch gleich eine Leiter bei. Das ist schön. Eine Bombe haben wir auch gefunden bei der. Hammermäßig. Erze haben wir keine mehr. Das heißt, wir können direkt runter. Aha. Guten Tag. Guten Tag. Es ist relativ dunkel hier. Hallo? Da. Also wie gesagt, die Qualität, die ich gerne hätte, kann ich sowieso nicht liefern. So. In die Enge treiben, dann kann ich den einfach pausenlos schlagen. Dann trifft er mich auch nicht. Wenn er die ganze Zeit geschlagen wird, dann schlägt er nämlich nicht zu. Das ist das Angenehme an den Schleims. So. Auch dieses So. Ich weiß, das machen so gut wie alle YouTuber. Oder zumindest die einige sehr beliebte YouTuber machen. Das ist so auch immer noch. Auch nach
5 Jahren machen die das noch, aber ist halt eigentlich auch ein No-Go, diese Füllworte. Wie dieses So zum Beispiel oder ein Okay oder... Oder was weiß ich was. Noch alles, was diese Füllworte alles sind. Die man zum Beispiel auch auf der Sprecherschule abgewöhnt bekommt. Man gewöhnt die sich einfach ab, man hat dann gewisse Übungen, das könnte man alles machen, wenn man denn so viel Geld hätte. Also wie gesagt, Premiere, Photoshop, gibt's überall Kurse für, aber ja, wenn man das Geld dazu nicht hat oder nicht erübrigen kann, weil man es ganz einfach für andere Dinge braucht, dann... Oh, ich habe eine Geode gefunden! Du hast eine Geode gefunden! Der ansässige Schmied kann sie für dich aufbrechen. Das kannst du nämlich nicht mit deiner Spitzhacke. Das muss ein Schmied machen. Was könnte sich darin wohl verbergen? Ja, wahrscheinlich irgendwelcher Blödsinn und ein Amethyst, den wir nicht mitnehmen können. Was lasse ich denn jetzt hier für den Amethysten? Komm, Holz haben wir genug. Kann ich das irgendwie... Hier. So, Holz legen wir erstmal ab. Ja, sonst ist alles... Wobei, ich könnte den Lauch essen. Ja, ich esse den Lauch. Ganz kleinen Moment. So, dann kann ich das Holz nämlich auch wieder mitnehmen. Und wir verziehen uns ins untere Stockwerk. Hier haben wir ein paar Käferchen. Die sind mir die allerliebsten. Backmeat. Können wir später irgendwann mitnehmen. Wobei, das hätte ich schon auch ganz gern, weil wir sind noch am Anfang. Und Backmeat brauchen wir für Köder, als Angelköder. Na gut, wobei angeln werden wir wahrscheinlich... Nicht, solange ich keine Angelmod aufgespielt habe. Es tut mir wirklich leid, aber das Angeln... Alter, wie Gronkh das macht, ich verstehe das nicht. Da verstehe ich den Zombie eher, dass der da eine Mod tatsächlich aufgespielt hat für. Warum habe ich das jetzt so gemacht und nicht mit dem Schwert? Ich weiß es nicht. So, Inventar voll, das ist ganz formidabel, dass das voll ist. Hier ist wieder ein Bugmeat, da ist auch wieder ein... Nein, da kommt kein Bugmeat raus. Sehr gut. Oh, nein, das ist eine Krabbe. Ich verschwinde. Bist du auch eine Krabbe? Nö. So. Hoffentlich, und wenn eine Krabbe, dann hoffentlich keine Krosse. Da drüben befindet sich noch ein... Hallo, Stein. Danke. Ein Ding. So, brauche ich den Schleim. Ja komm, machen wir den Schleim halt alle. Okay, das geht hier drüber nicht, weil über ein Loch im Boden kann man nämlich nicht drüber schlagen mit Schwertern. Das ist physikalisch unmöglich. Das wissen ja auch schon die allerkleinsten Kinder. So, außerdem könnte sich hier drin was verbergen, was es nicht tut. Also gehen wir einfach mal runter. Dann sind wir auch schon auf Level 5. Sehr gut. Wir schauen uns ein bisschen um. Aber weiter runter gehen wir nicht mehr. Es ist schon spät. Spät nachts ist es bereits. Hier einfach mal den Stein aus dem Weg. Keinerlei Erze, keine Kisten. Gut, wir verziehen uns. Es ist 11 Uhr, wir müssen wieder mal nach Hause gehen und schlafen. Level 0, dankeschön. So, wir gehen schnellen Schrittes nach Hause. Und ich stottere auch manchmal beim Sprechen, ne? Das kommt daher, weil ich einfach viel zu viel im Kopf habe und ich will immer alles auf 3 verschiedene Arten ausdrücken. Und im Endeffekt kommt dann eine sehr, sehr beschissene Art raus. Oder ich stottere. Ganz einfach. Das ist so mein Ding. Das ist mein Way of Life, weißt du? Das ist so... Ja. So mache ich das halt. Naja. So ist es halt und... Ja, was willst du machen? Wie gesagt, Sprecherschule oder selber irgendwie Sprechübungen irgendwo hier organisieren. Aber ich kenne auch keinen, der wirklich eine Sprecherausbildung hat, persönlich. Der mir da irgendwie irgendwelche Unterlagen oder irgendwelche Sprechübungen vorschlagen könnte. Ich könnte mir zwar... Es gibt bestimmt YouTube-Tutorials drüber, aber... Boah, ganz ehrlich. Dann doch lieber professionell. Ja. Ich würde so gerne, aber ich kann es halt nicht. So. Was haben wir denn? Sonic, den ganzen Tag, na toll. Fortune Teller, haben wir denn Glück? Extra Luck, sehr gut. Das heißt, wir könnten theoretisch gleich
zu ihm gehen. Ach so, jetzt habe ich das nicht vorgelesen. Ja. Guten Morgen. Du, ich hab mitbekommen, dass du ein paar Steine aufgebrochen hast und Rohre gefunden hast. Das ist gut. Und wenn du das meiste aus den Ohres rausholen willst, dann brauchst du eine Furnace, also einen Schmelzofen. Und wie es der Zufall so will, hatte ich gerade noch ein paar extra Pläne für einen Schmelzofen herumliegen. Einfach so. Weil, die brauche ich ja auch. In doppelter Ausführung habe ich die damals gekauft, weil ich mit einem Plan das einfach nicht verstanden habe, weil ich einfach strohdumm bin, und habe ich mir zwei gekauft. Und ich kann dir den jetzt auch leider nicht beide geben, weil ich brauche den immer noch, weil ich bin schon jahrelang Schmied, aber ich habe mir nicht gemerkt, wie man einen Schmelzofen baut. Das geht nicht. Haha. Du hast gelernt, wie man einen Furnace baut. Das Furnace, das gibt dir jetzt die Fähigkeit, Metallbarren herzustellen. Die Barren kann man dann fürs Crafting, fürs Bauen und, was am allerwichtigsten ist, für Werkzeug-Upgrades verwenden. Und wenn du ein paar Kupferbarren eingeschmolzen hast, dann überleg dir mal, ob du nicht ein Upgrade für deine Werkzeuge haben willst. Es kann dir die Arbeit um so viel erleichtern. Nun gut, ich verschwinde mal wieder. Lass krachen. Ich habe keine Ahnung, ob das seine Stimme von letzter Aufnahme auch war. Ich habe halt einfach irgendeine Stimme gemacht. Ist egal. So. Oh, ich habe gesehen. Ah, das ist Marlon. Okay, Moment. Stimme für Marlon. Rau, alt und abenteuerlich. Oh, ich habe gesehen, dass du die alte Mine erforscht hast. Ah, du hast einen guten Entdeckergeist. Da, so viel kann ich dir schon mal sagen. Wenn du 10 Schleime töten kannst, dann hast du dir den Platz in meiner Abenteurergilde redlich verdient. Pass auf dich auf, Marlon. Gut, war ja gar nicht so übel gerade. Und unsere Parsnips sind fertig, das heißt, wir können ernten. Ja gut, alle bis auf den da, weil der ist ja... Ach, ich habe ja keinen Platz. Und ich brauche eine Kiste. Moment, ich brauche eine neue Kiste. Dann nehmen wir das Holz hier raus. Chest. Ja. So, den Amethysten werfen wir mal weg. Den brauchen wir gerade nicht. So. Und da kommen jetzt alle Bodenschätze rein. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und das ist Baumaterial. Moment. Zack, zack. Und Slime ist Monster Loot. Wo mache ich einen Monster Loot hin? Unser Loot mache ich erstmal hier hin. So, ganz kleinen Augenblick. So, dann können wir auch schon ernten und gießen müssen wir auch ein ganz kleines bisschen. Dann nehmen wir uns die Watering Can, nehmen wir uns auch mit. So, dann haben wir unsere, ich glaube, unsere dritte Ernte mittlerweile schon. Es geht ja doch voran. Das heißt, wir können uns dann auch bald mit Böhnchen über Wasser halten. Es geht einfach sehr, sehr langsam voran, diese Ernte. Was passiert, wenn ich gedrückt halte? Aha, wenn ich gedrückt halte, kann ich also auch ernten. Was ist das für ein... Dieses komische Ausrupfgeräusch, das man da hört. Alter. Okay, na gut. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ich habe gerade wieder was erzählt und jetzt wurde ich wieder unterbrochen. Ich habe schon wieder vergessen. Alter, ich bin so vergesslich auch manchmal. Und das ist korrekt. Ich hatte mal tatsächlich... Was war es denn? Ich glaube, es war eine Fallout-Aufnahme. Oh, eine goldene. Sehr schön. Und 64 normale und 2 silberne. Oh, die verkaufe ich alle gleich. Wobei, ich sollte mir noch eine Kiste machen. Ganz kleinen Augenblick, ich gieß mal. Mhm, das war noch gegossen. Komisch. Naja, auch egal.
Ich mache mal noch eine Kiste. Da brauche ich hier Holz für. Dankeschön. So, hier und Crafting-Kiste. Dankeschön. Dann hier wieder das Holz rein. Auf Wiedersehen. Dann kann ich hier wieder die Gießkanne reinmachen. Vorerst. So, Kistchen. Und die stellen wir jetzt hier hin. Da brauche ich bestimmt eine Parsnip für. Weil wir haben ja hier fürs Community Center Spring Foraging. Ach, es ist erstmal nur Foraging. Egal, wir brauchen bestimmt auch eine Parsnip.